Schon wieder nix. Ein Klassiker. Level 19. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Unterschied macht. In dem kleinen Teich, ob auch ja, etwas. Sehr gut, sehr gut. Wahrscheinlich ist es einfach nur, damit wir geärgert werden als Spieler, dass die Levelanzeige immer aufsteigt, aber eigentlich ändert sich genau gar nichts. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Schon wieder so ein Unsinn. Ist ja gut. Ein Klassiker. Level 20, na toll. Ich habe die Angel ausgewählt. Anscheinend nicht. Nichts Erkennbares. Können wir uns... Was heißt das? Schade. Es wäre auch dämlich, wenn man dieses hier für das Level immer das gleiche machen müsste. Für das Rätsel. Das wäre nicht unbedingt hilfreich. Ja, du bist ein Klassiker. So, mit der Angel können wir da auch nichts machen. Können wir hier noch mal Wasser rausreißen. Füll die Karaffe mit Wasser aus dem Wasserfall. Können wir das vielleicht ins Vogelbad nochmal kippen? Ah, gieße Wasser ins Vogelbad. Vielleicht kommt er ja, vielleicht freut sich dein Cheep, dass er ein bisschen baden kann. Oder so. Also schön, frisches Wasser fürs Vogelbad. Ist es jetzt voll? Wenn mir die Flucht gelingt, wird es einige Zeit dauern, bis Cheep wieder in diesem Becken planschen kann. Habe ich ein Recht, ihn damit hineinzuziehen? Ich sollte ihm die Wahl lassen, hierher zurückzukommen, sobald ich außer Landes bin. Ja, aber mal richtig. Also, hä? Jetzt können wir das gar nicht mehr benutzen, aha. Aha, interessant, interessant. Nicht hilfreich, aber interessant. Okay, das ist echt überschaubar geworden hier mit den Möglichkeiten. Arbor weiß da auch wahrscheinlich nichts Neues, oder? Du lässt es dir gut gehen. Ja. Was kann ich... Ich brauche einen Kessel voll Gold. Hast du einen? Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Wenn ich der Sultan der drei Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Also hat er einen Kessel voll Gold oder wie oder was? Nee, schade. Hat das schon mal nicht geklappt? Ja, was haben wir mit der Trauweide da machen müssen? Können wir die nicht erschrecken oder sowas hier? Nee, können wir da irgendwas mitmachen? Können wir die angraben? Nee. Können wir dir das vielleicht das Bild von dem Prinzen zeigen? Vielleicht wird die dann traurig. Nee. Mit dem Buch hier Holzbearbeitung. Achso, liest der Lux weiter etwas vor. Aha. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Wow, ich fühle mich schmutzig. Wird schon wieder. Na, du bist auch schmutzig. Oh! Oh, aber hä, wo kommt der Regenbogen jetzt her? Gut, der fängt hier am Wasserfall an, aber trotzdem. War aber gemein, ey. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, so sollte eine Trauerweide eigentlich aussehen. Ja, traurig halt, ne? Einfach schön. Reines Wasser, das durch die Luft stürzt und einen feinen, erfrischenden Wassernebel im Garten verteilt. Das ist tatsächlich schön. Und es riecht auch immer gut. Ja, aber mit dem Angeln haben wir jetzt... Wir haben dann noch nicht so wirklich viel mehr geschafft, ne? Hier, komm, betrachte den Regenbogen. Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Ja, Mensch. Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Ja, aber hier ist es echt so, dass der Wasserfall den Bogen durch die Gegend wirft und nicht das
der in der Luft enthaltene Wasserstaub angeleuchtet wird. Ob die Traumatisierung einer Weide es wert gewesen ist, müssen andere entscheiden. Aber der Regenbogen hat was. Was haben wir jetzt davon? Können wir jetzt hier was sehen? Hier sind drei Symbole auf dem Boden der Schüssel. Ah. Was könnten sie bedeuten? Naja, kommt drauf an, wie die aussehen. Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, mal darüber. Und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die Symbole schon mal gesehen. Oben im Thronsaal, wenn ich mich nicht irre. Muss ich jetzt in den Thronsaal hoch? Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, ja, mal darüber. Ja, ja. Und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die... Na, der Kreis könnte ja vielleicht hier der runde Brunnen sein, oder nicht? Ach nee, jetzt haben wir gar nicht aus dem Brunnen, das haben wir hier vorne. Aber sie kann doch nicht in den Thronsaal, meine ich. Oder hat sich da was geändert jetzt? Nee, ne? Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Ivo? Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Na okay, es sieht Thronsaal. Es sieht halt, man sieht ein paar Säulen und einen Baum. Und einen herumliegenden Kerl. Achso, ich bin kein kleines Mädchen und lasse mich nicht einsperren. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du in seinem Zimmer einsperren kannst. Nein? Wie bist du aus deinem Zimmer entkommen? Hast du Cheep Cheep ausgetrickst und bist über den Balkon geklettert? Das klingt sehr erwachsen. Das war ganz anders. Hier, ich bin schwanger. Ha, nimm das, Mutti. Ich bin Was bist du, mein Schatz? Schön. Ich bin schön. Aber natürlich bist du das. Du bist meine Tochter und eine Elfenprinzessin. Um mir das zu sagen, hast du meine Anweisungen missachtet? Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Sicher, fein. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Eine Seuche in Seefels. Ob das der richtige Ort für mich und das da ist? Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Es ist pink, ja, und zwar so wie ihre Haare. Ja, aber von wegen, wenn Ibo trainiert, dass sie dann dem anderen vielleicht gefallen könnte. Man will doch keine Person, wo man Hoffnung hat, dass man irgendjemanden der Person gefallen würde irgendwann. Man will, dass das jetzt gefällt, so im aktuellen Ist-Zustand. So, das Wasser hier finde ich schön, da schaue ich irgendwie schon die ganze Zeit drauf. Es plätschert schön. Betrachte den Mondbrunnen. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei.
Kann sie nicht trotzdem da was mitnehmen? Ich denke mal, das wird schon das Richtige sein hier, oder? Dass wir hier was brauchen von. Weil das ist eine weitere Quelle. Hier, betrachte den König. Joa, betrachte die Steintafel. Ach so, guck mal, hier sind auch die Symbole. Ach, schön. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Das Symbol befindet... Kann sie uns das nicht verraten? Das Symbol Ja, aber reden können wir mit ihr nicht, ne? Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Na, siehst du mal. Reden wir dann nochmal mit. Wobei wir wahrscheinlich mit dem König reden müssten. Mutter? Ja, Ivodora? Ivodora? Was bedeuten die Symbole auf den Steintafeln? Oder findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Oder glaubst du wirklich, dass dieser Prinz zu mir passt? Oder was können wir gegen die Seuche in Seefels tun? Antwort A, B, C oder D. Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überrascht mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das aus der Erde quoll. Und Wasser, das im Mondschein badete. Wie im Mondschein badete. Was halt irgendwie im Teich, also was in einem Teich irgendwo war oder wie oder was. Was ist mit verschiedenen Formen des Wassers gemeint? Und was hat es mit diesen verschiedenen Formen des Wassers auf sich? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Na gut. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Da ist durchaus was dran, das stimmt. Weil wenn man irgendwie keine, also wenn man nicht meint, dass man irgendwas ändern muss, kann auch nichts besser werden. Tja, du glaubst wirklich, dass dieser Prinz zu mir passt? Nö, eigentlich nicht. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Aber das wäre das Sinnvollste. Was können wir gegen die Seuche in Seefels tun? Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Das stimmt allerdings. Ich hätte gerne etwas von dem Mondwasser. Das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen. Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Achso, dann haben wir das, was aus dem Wasserfall fiel. Dann ist das also Wasser, was von, also ne, das, was aus der Quelle rausgesprudelt ist, das war dann Wasser, was von oben kam hier.
Ich habe Durst. Ich will einen Trank damit mixen. Es ist eine wichtige Zutat. Ah, ich habe Durst. Ich habe Durst und dachte mir, das Mondbrunnenwasser hast du noch nie probiert. Und dabei wird es auch bleiben. Oh. Dieses Wasser ist nicht für so profane Dinge gedacht. Ach Quatsch, da macht man sonst Cola draus. Wegen des Mondwassers. Kann ich etwas davon haben? Wofür brauchst du? Ich will einen Trank damit mixen. Ich brauche es für einen Trank. Es ist eine der wichtigsten Zutaten. Tatsächlich. Um was für einen Trank handelt es sich? Naja, wahrscheinlich kennt sie alle Tränke, die es so gibt. Von daher können wir ihr nichts vormachen. Ich will so viel Luft wie möglich ins Wasser pusten und es dann teuer verkaufen. Das nennt sich dann Kohlensäure. Es soll ein Schönheitstrank werden. Ein Wachstumstrank für die Pflanzen. Ich habe mir gedacht, dass man Wasser mit besonders viel Sauerstoff darin viel teurer verkaufen könnte als pures Wasser. Was für eine absonderliche Idee. Und selbst wenn, nimm doch einfach normales Wasser. Jemand, der darauf reinfällt, merkt den Unterschied nicht. Das ist schön, dass das hier alles so erklärt wegen des wird. Mondwasser. Finde ich super. Wofür? Weil, naja, das ist halt mehr oder weniger auch die Wahrheit. Trank. Ja, soll ein schöner Schönheitstrank werden. Nun, das Mondwasser ist doch besonders reines und klares Wasser. Ich dachte mir, es könnte Grundlage für einen Schönheitstrank sein. In der Tat werden dem Wasser heilende Kräfte nachgesagt. Ich wollte dich nicht damit belasten, aber dann dachte ich, wenn ich für den Prinzen hübsch sein soll, könnte solch ein Trank nicht schaden. Du hast recht. Hast du ein Gefäß? Möge das Mondbrunnenwasser deiner Schönheit helfen, wie es mir stets geholfen hat. Na, das ging ja gut. Ich hätte noch gern die anderen Möglichkeiten durchgequatscht, aber nun gut. Ich bräuchte noch etwas Mondwasser. Ja, du siehst tatsächlich noch etwas angeschlagen aus. Aha, aber wir haben doch noch was gehabt.